Hi Leute und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir sind beim letzten Mal hier nach Norden gegangen und möchten jetzt die Leute erstmal wieder ein bisschen verscheuchen. Okay. Get in a bit closer and then throw it into the cave. Ja, machen wir. Light that stick and throw it in there. So, Dynamit. Die sind aber auch echt behindert. So. Lauf! Wow. Asa, steh auf. Ein Glück hat er den platt gemacht. Dämlichen Typen mit der Machete. Lass dich doch nicht abschlachten jetzt. Ey. Jetzt kommen da noch mehr raus. Ich glaub's nicht. Ich dachte, er wartet davon an der Ecke auf uns. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Okay, die Mission ist irgendwie nicht ganz so einfach wie gedacht. Wow. Wisst ihr was? Wir werden einfach noch mehr Sprengstoff nehmen. So. Und hepp. So. Sollten wir freie Bahn haben, oder? Sehr schön. So, jetzt gehen wir erstmal direkt mit ihm rein. Ist egal, ob wir die looten. Der Sack, ey. Oh, danke. Sicher, sicher. So. Ne, hier oben ist keiner mehr. So, dann plündern wir die doch erstmal. Damit mehr Dynamit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Penner. So. Dem, was könnte sich lohnen, dass wir so ein, zwei Sachen finden? Zumal sie auch die Postkutsche hier irgendwie geplündert haben. Können sie bestimmt was einstecken. So, den nochmal. Und hier drinnen noch ein bisschen. Ah, jetzt. Gut. Ich dachte schon, ich darf nicht mehr plündern. Pflanzenfaserköder. Okay. Da können wir bestimmt noch ein paar Tiere anlocken. So, sehr schön. Sind da noch zwei? Das war der hier. Den da vorne nehmen wir nochmal mit und dann gucken wir, ob wir wieder ein paar wegschnitzeln können. Oh nein. Okay. Hm, lässt sich nicht looten. Wo ist er? Wo ist er? Da. Okay. So, das war der. Sehr schön. Ja, dann halt nicht. Oh, das ist unser. Naja, komm ruhig alle zu uns. So, jetzt bleib vorsichtig hier. Schön langsam gehen. Ha, hab ich dich. Doch,
freue dich lieber, dass wir diese komischen Typen wegnehmen. Alter, warum schreien die so? Nein! Oh, ist ja schnell. Stirb. Jo. Stay away from me. It's okay, miss. Don't touch me. We ain't gonna hurt you. Ich will öffnen. Haben die mit den Gefangenen angestellt? Let's go. War denn noch einer, der geschrien hatte? Wo waren nur sie das? Andersburg. What do we do with her? Take her there and go get the others. Sure. Miss. You okay to ride on my horse a little? Keep you safe. Annisburg, right? Yes. They It's okay, miss. The others, they killed them. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. I know. Okay. Reden die noch ein bisschen? Dann reite ich ein bisschen langsamer. Oder ist es nur solche Gespräche? Some folks just evil. Ain't no point trying to explain it. I haven't slept in days. I know. What's your name, miss? It's okay. Meredith. You're gonna be home soon, Meredith. And this will all be over. Ja, mehr oder weniger. Where in Annisburg? One of the mining cottages. If you get me to the main street, I can show you from there. Okay. Just try to relax. Oh, wow. Scheiße, ich dachte, ich falle jetzt runter. Okay, bringen wir sie zurück. Wir hoffen, dass wir nicht noch mehr von denen überfallen werden. Wir haben einfach das Bergarbeiterlager quasi überfallen und alle verschleppt oder so. Oder abgemetzelt aus das hier. Hier waren wir doch schon mal. Ist hier nicht auch die Holzfällerei? Yes. Oh. Oh. Thank God. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Mama. Ma! Ma! Meredith? She's alive! Oh, she's alive! You saw some pretty bad things, I'm afraid, ma'am. Her for group got it. Oh, my darling. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Nö. Wir haben genug Geld. Oh, that's okay, ma'am. You just keep her warm and keep her safe.
Einfach nur was Gutes tun. Mrs. Delph? Oh no. You leave me alone. You just leave me alone. Thanks, buddy. Schön. Die treffen auch irgendwie öfter wieder, wa? You get on, okay? Found a girl. Took her home. Oh. You and Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend, Mr. Cornwall. You did? Yeah. He's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Micah and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dodge, did you miss me? I found her. Drunk as Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you suck of shit. Back Who and you? Drunk. The master, the Lord Molly. God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I haven't him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? I told him, and I tell him again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard. Go on, shoot me. She's crazy. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're you not betrayed so big now, me. What? Calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. You are not so big now. Are we, Your Majesty? You... Damn! Oh. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Get back to work. Yeah. Die hat das Richtige gemacht. Kapitel 6. We have a hollow. Krass. Hätte ich super schade nicht begreifen, dass sie die erschießt. Ich muss sagen, unsere Verstecke werden von Mal zu Mal schlechter. Also irgendwie... Vielleicht bei dieser Kackhöhle, oh Mann. Wenn wir hier nicht sicher sind, dann weiß ich alles. Ah, shit. Geht das wieder los? Okay. Wow. Umziehen. Was haben wir? Moment, umziehen. Was können wir denn so anziehen? Outfits. Das haben wir aktuell. Das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Hä? Wie kann ich nicht weiter nach unten scrollen? Achso, das ist schon das letzte Verfolger. Oh ne, wir bleiben bei unserem Schwarzen. Das sah eigentlich ganz cool aus. Kopfbedeckung. Was haben wir hier? Den und den. Fischerhut? Aha. Nee, wir nehmen den, der passt ganz gut. So. Wir müssen uns rasieren. Das geht so gar nicht. Zeit, dass wir wieder im Bad abrasieren. Gesamter Bart, genau. Und zwar auf 2 zurück. Jawohl, nehmen wir. Jetzt sieht noch wieder normal aus.
Gut. Was machen wir? Was machen wir? Wir haben ein neues Versteck. Da ist die nächste Hauptmission. Sadie, ja genau, Sadie Adler. Wir werden aber erstmal das da machen. Alice Downs. Das Alice Downs vor kurzem in Ennisburg gesehen. Stimmt, ja. Gehen wir mal wieder zu ihr. Ach ja. So. Dann gehen wir erstmal hier raus. Wir haben da noch einen Briefumschlag, sehe ich da gerade. Wo ist der? Da. Vielleicht gehen wir auch erstmal das da abholen. Ach shit, jetzt habe ich es weggemacht. Brief da. Und dann gehen wir zu ihr. So, komm mal her. Also im Tageslicht sieht das Ganze schon wieder ein bisschen besser aus, aber bei der Höhle, da muss man erstmal aufräumen. Gerade mit dem, was wir da veranstaltet haben da drinnen. Und was da vorher alles war. So, komm, hopp. Erst hatten wir ein gutes Versteck so ein bisschen außerhalb bei der Prärie, dann waren wir beim Wasser. Dann waren wir in diesen alten Schuppen. Jetzt sind wir in so einer verkackten Höhle. Also irgendwie läuft es nicht so gut bei uns. So, hier sind wir den Weg, glaube ich, auch gerade lang geritten. Sie wieder zurückgebracht haben. Ich denke mal, es wird irgendwas Cooles sein, dass wir dann später was kriegen, weil wir jetzt das Geld nicht genommen haben, dass sie sich trotzdem nochmal erkenntlich zeigen will oder was weiß ich. Dass sie irgendwie, keine Ahnung, uns Gold gibt oder so. Ganz in Goldbarren. Aber wir jetzt so ein guter Mensch sind. So, da sind wir auch schon. Holen wir doch erstmal den Brief ab. Vielen Dank. So. Oh shit! Addy, nice to see you. Kopfgeld. Was haben wir denn an Kopfgeld aktuell bei uns? Nichts. Wir werden nicht gesucht, das ist schon mal gut. So, zum Glück haben wir Post abholen. Been some grip going around here. And I just thought, you know what? Never mind. What can I do for you? Wir von Charles Chartenay. Und heute eingetroffen. Zweite Einladung von Bürgermeister Lemont. Okay, nehmen wir beides mit. So, lesen. Monsieur Kilgore. Kilgore? Ja. Ich hätte Sie... Was? Ich hätte mir kein besseres Ergebnis unserer unkonventionellen Partnerschaft wünschen können. Die Werke in unserer Galerie sind offiziell für echt befunden worden. Ja, und dieser gierige kleine Mann aus New Haven hat etwas zum Thema... Bescheidenheit gelernt. Ausgezeichnet. Ich hoffe inständig, Sie sind bereit, auch weiterhin mit mir zusammenzuarbeiten. Viele Männer in sicheren Positionen als Sie würden verzweifelte Dinge tun, um sich mit dem Bürgermeister gutzustellen. Und ich habe, um mal etwas Ranch-Jargon einzuflechten, noch ein paar Schäfchen ins Trockene zu bringen. Heißt nicht Fachjargon? Rancher-Jargon? Nein, gut, Rancher-Jargon. Ich bin sicher, Sie wissen, was ich meine. Kommen Sie wie gehabt abends an die Rückseite der Bürgermeisterresidenz. Dann lässt Sie Jean-Marc Sie herein. Vielen Dank, Ihr Freund Henry Lamont. Cool. So. Weglegen. Wir haben ja... Hey. Beutel. Genau, wir haben ja irgendwie noch was gehabt, oder? Hinweis, seinen Kutschenüberfall. Ne, das brauchen wir gerade nicht. Und Revolver jetzt zu Bild 11. Wo war denn jetzt der andere Brief? Wo ist der andere Brief?
könnte ein paar Sachen verkaufen, aber... Vorne von Amerika? Nein, warte. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Zigarettenbilder, Notizen. Weil es ja ein Kutschenüberfall, genau. Lesen. Achso. Ja, das können wir nebenbei machen. Was haben wir sonst noch? Rezeptbroschüren. Fotografien. Von Black Bell. Ah, okay. Können wir das einfach lesen? Elvis, Dakota, die Grand Dame oder den Revolver? Achso. Stimmt, das könnten wir auch nochmal machen. Nein, 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 das wollte ich nicht weglegen. Wir haben doch gerade noch. Ach, ist egal. Moment, wir haben nur 600. Was soll das heißen? Pass bloß auf. Pferdchen, wir müssen mal kurz weiter. Da hinten ist noch ein schönes Sidequest. Bin mich ja doch ein bisschen interessiert. Egal. So. Well, you're sorry. Yeah, I heard you. But, I mean, well, this country is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it's anyone else. Man unleashed? Then unleash goodness. Not just hell's feeble brothers, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, I guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Down? Where you think. Down the mine. Until he gets sick. Which won't be long, given how hard they work him. See, foemen don't lag him, so he gets the worst of it. Maybe I could go with... Maybe you could just leave us all alone. Maybe. Maybe you could just go fight some other battle. Die sehen nicht sehr gesund aus. Nicht sehr gesund. So, begib dich zur Mine. Machen wir. Warum ist der Weg so weit? Moment. Ist hier? Ach, da den Weg hoch. Na gut, dann nehmen wir unser Pferdchen mit. Ich gedacht, wir könnten hier einfach so einen kleinen Weg nebenbei nehmen, aber wenn man hier nicht so wirklich durchkommt, dann nehmen wir lieber den offiziellen Weg. Oh, Mineneingang. Schön. Why don't you shut up? Who's this, your daddy? My daddy died. And this man, he killed him. What are you doing here? Leave the boy alone. Why'd you kill his daddy? You after his mama? Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? Or I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! You and the horse son here. Ah! Can you fight your own battles, Downs? Oh. Okay. Go on, finish that fool. Yeah. Just give him back to me. Nein, 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 das wollte ich nicht. Na. Na? Jetzt noch mehr? Was zum... Was war das denn jetzt? Na toll.
Let the boy go. Let him go! Come with me. Shame on you. He's just a goddamn boy! Let's get you out of here. They're gonna kill me. Now I got no job and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Listen, take this. All of it. Try and talk to your mama and get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. Schön. Haben wir was Gutes getan? Gucken wir uns mal ein bisschen die Mine an. Ausrauben, grüßen. Okay, die haben nichts gegen uns. Gentlemen, so Gentlemen sind die nicht, das sind einfach Arbeiter. Okay. Dynamit wahrscheinlich drin. Ich sehe schon, ich werde mich hier drin verlaufen. Können sogar noch nach oben? Ich gucke mich erstmal noch ein bisschen hier um. Okay, hier ist Ende im Gelände. Ich gehe mal kurz nach oben. Bin gespannt, was es hier zu finden gibt. Okay. Moment, falsche Richtung. Ja, genau. Die Seite. So, was haben wir hier? Wo führt das hin? Vielen Dank für das Leiter freimachen. Wow, wie hoch geht denn das? Wow. So, jetzt sind wir draußen. Aha. Schön. Und dann einfach irgendwo. Außerhalb. Okay. So, und wer ist das da? Du hast keinen Bock, irgendwas zu machen? Apologies. I'm glad you were so amused. Okay, war das jetzt alles hier? Leopold Strauss. Gehen wir doch dahin. Nächste Mission einfach mal. Pferdchen. Du musst eigentlich hier hochkommen. Ja, es bewegt sich, aber. Das kann sich immer ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, ob man wirklich Schatten sehen kann bei der Höhe von den Vögeln. Müsste das Licht auch schon eigentlich den Schatten wieder überwiegen, oder? Kommt es heute noch oder so? Endlich. Danke. So, dann. Da ist der Weg. Gucken wir doch mal. Was wir bei Leopold Strauss noch machen. Wahrscheinlich wieder irgendwo Geld eintreiben. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Haben die uns gerade alles... Wow, was ist... Okay. Shit. Oh nein, ich wollte gerade die Medizin nehmen. Warum wurden wir denn jetzt überfallen? Oh shit, ey. Ja, ich hab gesehen, wir sind tot. Wow, was war das denn jetzt plötzlich? Wir hätten mal durchreiten sollen oder so. Die waren eh nicht auf Pferden unterwegs. Na toll, 29 Dollar verloren. Aber wir haben nur noch 500. Das ist also nicht so schlimm. Raucht er? Warum tut er sowas? Ah, so, dann. Aufsteigen. Weil ich gerade sehe, der Part ist schon ziemlich lang. Vielleicht sollten wir hier dann doch erstmal beenden. Und ja. Gucken, was Strauss von uns will. Oder ob wir da. Doch, ich denke, das ist eine neue Mission. Ach, wollen wir einfach wieder befallen. Ich hasse es. Mann, diese Penner. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.